Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Hier sind wir wieder mit Let's Play Krypton. In der letzten Geht's auch ein Folge. bisschen weniger müde? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Krypton. Mit dabei sind heute der TKW und der Davido. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Krypton. Ja, Krypton, Krypton, Krypton. So. Okay, super. Und wir haben hier eine tatsächlich intakte Pyramide gefunden. Ja? Ist wirklich unten noch nicht ausgelöst? Nein. Aber das werden Jetzt war da wahrscheinlich schon jemand. Da werden wir dafür sorgen. Dass da jemand war? Nein, dass das ausgelöst wurde. Nein, nein, also. Was steht da? Nur für das Rathaus, Finger weg. Okay. Was da alles für Crap reingelegt wurde. In die Kiste. Ah. Uiuiui. Uiuiui. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Ich muss mal eben was da lassen, ja? Den Sand lassen wir da. Das da, das da, das da, das da, das da. Oh. Das lassen wir da, das lassen wir da, das lassen wir da, das lassen wir da, blablabla. So. Das, Alter. Ich habe rausgefunden, wie man die Deco-Craft-Sachen macht. Schön. Und zwar in einem sogenannten Deko-Table. Macht Sinn, oder? Aha, ja. So, wir haben... Garabeus Edelstein. Sieht edel aus. Der sieht voll cool aus. Leider nicht meiner. Keiner hat auch Inksäcke hier, ey. Inksäcke. Die man sich mal ausleihen könnte. Also wir haben jetzt ein Miniatur Herz, ein rotes. Wundervoll. Fehlen uns nur noch die Dingsknochen. Witherknochen. Ja. Ich höre einen kleinen Mini-Zombie. So, ich werde mich mal auf den Weg zurück machen. Ist das in die richtige Richtung, ja? Oh, dahinter ist ein Villager-Dorf. Mini-Zombie! Alter. Okay, ich glaube, ich war eigentlich was in der Pyramide drin, was gescheit ist? Ja, ich ein paar Treasures, tatsächlich. Okay. Aber die, da weiß ich noch nicht, was drin ist. Aber die erst aufmachen kann. Jetzt. Und sonst halt ein bisschen Gold, eine Bronzerüstung und irgendwelche Ringe. Okay. Gut. Was soll ich sagen? Dahinter ist ja tatsächlich... Ach lol, das war nur die kleine Pyramide. Ich hab die große dahinter total übersehen. Da hinten ist eine riesige. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell heim und dann räumen wir unser Inventar aus und dann gehen wir da zu zweit rein, okay? Okay. Weil... Alter, Deco-Craft sieht so cool aus. Ohne Spaß. So, ich bin immer jetzt ganz gemein und schlachte jetzt einen Vogel. Tut mir leid. Ganz gemein, ey. Ja, ich will den eigentlich nicht töten, aber naja, wir brauchen Federn. Jetzt bleibt da. Der hier hat's richtig gemacht, der baut alles unterirdisch. Bin ich behindert? Wo sind der hin? Ah, da hinten, da unten. Aua. Der hat nichts gedroppt, na super. Habe ich den umsonst getötet? Alter, wo hat denn das Feuer her? Was ist da hinten? Hä?
Alter, wie viel Zeugs einige hier schon haben, ey, das ist ja unfassbar. Mikrofon muted. Ja, der hat den Tintenbeutel! Boah, wie gern würde ich mir da einen von nehmen, aber das darf man ja nicht. Das heißt aber, dass es Tintenfische geben muss. Ja. Alter, was ist denn hier? Mikrofon aktiviert. Alter, was ist denn hier los? Ach, ist das so eine. Ach, hier ist eine Schleiminsel, alles klar. Alter, wie komme ich jetzt wieder hier zurück? In welche Richtung muss ich? Ach, wo, Alter, wo bin ich denn? Meinst du, man kann sich da so einen Tintenbeutel vom Hausjumper ausleihen? Ich würde sagen, wir suchen erst noch mal ein Zimmer, ne? Okay. Was ein Glück, dass die keinen Schaden machen. Das kann ja einfach nicht sein, dass hier so nix, ja, überhaupt nix da ist. Wie weit bist du noch weg von der Stadt? Sonst würde ich nämlich ganz gerne mal dieses andere Biom da schauen. Ob da ein Hühnchen ist. Ja, mach mal. Okay. Aber danach würde ich sagen, geht man in die große Pyramide. Und dahinter ist ein Villager-Dorf. Okay, warst du da schon drin? Nein, weil ich könnte sowieso nichts mitnehmen. Okay. Ich hoffe ja, du hast einen Waypoint gesetzt. Die Pyramide ist so riesig, die sieht man auf der Karte. Okay. So, ich bin jetzt gleich bei Tarksdorf. Tarksdorf. Tarks und MC Dobens Bude. Einfach mal den Typi als Herrscher benennen. Boah. Dann sind wir jetzt schon weg, ne? Ja. Aber ich musste trotzdem meinen Loot abladen. Ob ja, du ja. Da bist oder nicht. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do if we come for you? Oh, da ist ein Truthahn. Vielleicht droppt der ja Federn. Turkey! Geh down. Der droppt nix! Grr. Voll nutzlos, diese Viecher, ey. Was ist denn das da? Ein Reh! Hello, my dear. Ich mach mal so einen Treasure auf, ja? Ein was? So eine Treasure-Ding. Was ist denn das? Ne, da waren so Säcke drin und da steht drauf Treasure. Okay. Okay, ich mach zuerst mal die ganz normalen auf, ja? Common Treasure. Ja. Alter, was zur Hölle? Wenn man hierher kommt, dann buddelt, also wenn man in die Nähe von Maulwürfen kommt, dann buddeln die sich einfach in die Blöcke rein. Eine Enderperle und eine Poison Splash Potion. Okay. Offensichtlich. 19 Gold Coins. 9 Gold Coins. Das ist ja blöd hier, das ist ja nur eine Insel. Elf eine Gold kleine Coins. Insel. Und, achso, ein bisschen eine, Gold ist auch dabei. Eine kleine Plain-Insel. Wow, ich habe jetzt das Rare aufgemacht. Da waren Diamanten drin, ja? Ja, und ein Emerald und 19 Gold Coins. Okay. Ich pack den Emerald und ja, den Diamanten mal zu den anderen dazu. Okay. So, wir haben jetzt mittlerweile. Kurz pennen gehen? Gleich. Es wird doch noch gar nicht dunkel. Ach doch. Doch, klar, jeden Moment. Feder habe ich jetzt schon mal. Es fehlt nur noch dieser scheiß Inksack. Okay, und ein verzaubertes Buch ist auch drin. Okay, mit was? Projectile Protection 2 und Knockback 1. Naja, verzauberte Bücher sind ja eh nicht so gut.
Nicht so nützlich. So. Und wir haben TNT. Das ist das Wichtigste. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft. Wo sind diese Viecher? Ey, ich werde noch wahnsinnig wegen diesen Miststücken, ne? Ohne Spaß. Also was hast du jetzt? Hast Hast du du jetzt schon diese... Federn oder nicht? Ja, Federn habe ich jetzt. Was fehlt jetzt noch? Ach so, Tintenfische. Inkjacks. Jacks, Ink. Säcke. Tintensäcke. Weißt du, das ganze leer ist mehr, Alter. Wer ist leer, meine ich natürlich. Das leer ist mehr. Sonst wimmelt es von diesen Mistviechern. Ich verstehe das nicht. Hier sind Wildschweine. Ja, die sind böse, wenn du die angreifst. Pass also auf. Ja, aber ich greif sie nicht an. Aua! Ja, gut. Aber sie greifen mich trotzdem an. Tja. Die schwimmen ist im Wasser. Allgemein böse. Wollte ich erstmal nicht sagen. Was ist denn das da unten? Ist das ein Viech? Oh, hier geht's so ganz schön tief runter, hey. Ja. Oh, hier sind noch Kohle. Oh, hier ist eine Höhle, sehr schön. Ich verstehe es echt nicht, ey, ohne Spaß. Ja, komm, gehen wir jetzt dann in die Pyramide. Das wird sich wahrscheinlich eh nicht mit dieser Folge ausgehen, aber ich will trotzdem mal in diese Pyramide schauen. Vielleicht ist da voll der geile Loot drin. Vielleicht. Und vielleicht sogar Tintensäcke. Das wär's doch. Ich bin mir sicher, ey, das wär's aber echt. Hallo, warum kann ich das Auranoid nicht abbauen? Da geht doch. Aua. Babuschka, Babuschka. Babuschka, meine Hand juckt. Ha, meine Hand juckt. Oh. Die Romanov sind wieder da. Okay. Was ist das? Achso, Obsidian Totem. Irgendwo Cobblestone da. So. So. Bin gleich. Also. Gleich da, ja. Falsch verbaut, fast verbaut. Also fast verkraftet. Falsch verbaut. Ja. So, Kiste, 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 Kiste. Kiste, ach die. Sugar Cane Squash. Oder Kohle, die nehme ich noch schnell mit. Ja, mach mal. Bernstein kann auch nicht schaden. Ich nehme ein bisschen Erde und ein bisschen Kuppel. Das nehme ich noch mit. Gut, Duck, Duck.
Zack, 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 da kommt daher und so. Ja, Alter, bist du. Gesundheit. Danke. So, nur mal kurz mein Inventar leeren. Ja. Alter, warum ist das so voll? Ja, das war alles in den unten Okay. drin. Also bis auf das TNT natürlich. Ich bin ja echt gespannt, wie Thumbcraft sie das jetzt ist, weil ich kenne es ja nur von der 1.5 oder was auch immer. Damals mit. 5? Ja, mit So Feed the alt Beast. ist das? Mit der Feed the Beast Unleashed. Ich glaube, das haben wir aber später auch nochmal gehabt, oder? Es kann sein, dass wir es reingeben haben, aber ich habe es nie ausprobiert. Jedenfalls habe ich es nie überrissen. Okay. Weil das hat sich total verändert. Also, soweit. Jedenfalls Ja? habe ich das mitgekriegt. Okay. Dann bin ich aber auch mal gespannt. So. I'm ready, Sir. Ready, Sir. Oh, es wird Nacht. Ich penne noch kurz. Ja. Oder wird's Nacht? Schaut so aus. Ja, wir beenden sowieso die Folge. Hier. Okay. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, einfach einen Daumen hoch oder Daumen nach unten oder Kommentar oder beides. Ja. Kennt's ja, Digga. Ihr wisst ja. Ist ja schön und gut, was du sagst, aber du vergisst immer, dass wenn die nächste Folge sehen wollen unbedingt, dann müssen die auch noch abonnieren. Ne? Das musst du auch schon dazu sagen. Nein, das stimmt ja gar nicht. Doch, doch. Nein, ich erzähle dir hier doch, keinen Scheiß. Ihr müsst nicht erinnern, unbedingt abonnieren, aber müsst. wir freuen das uns natürlich über jeden nachher. Abonnenten. Was? Ja, sie müssen nicht unbedingt abonnieren, um die nächste Folge sehen zu können. Wenn ihr sie auf keinen Ja. Fall verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich abonnieren. Ist sogar kostenlos. Was gibt's Schöneres? Ja. Nein, wenn sie mir erst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Sen. Ja. Und da gehen wir dann in die Pyramide. Hohoho. Ja. Ich verstehe dich nicht. Was hast du wir gesagt? Wir gehen in die Pyramide. Nächste Folge. Ach Habe ich ja so. schon gesagt. Ja, hör zu, Bitch. So. Oha, hau gut. mich nicht. Bis nächstes Mal. Ciao.